Willkommen beim ersten YouTube-Video nach der Prep. Jetzt geht's wieder weiter mit den wöchentlichen Videos und heute zeige ich euch, wie ich meine Adduktoren für die nächsten Wettkämpfe aufs nächste Level bringen werde. Zeige euch mein ganzes Beintraining und erkläre euch auch bei jeder Übung, wieso ich sie wie ausführe. Viel Spaß dabei! Dieses Training beginnt mit den Belt Squats an der Pitch Arc, einer meiner Lieblingsbeinübungen und wenn nicht die Lieblingsbeinübung. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, stehe ich etwas breiter, etwas weiter vorne und deutlich außenrotierter als in früheren Videos. Durch das Betonen der Hüftflexion durch diesen Stand werden nämlich die Adduktoren bzw. der Adduktor Magnus mehr mit einbezogen. Denn wenn ich mir die Bühnenbilder anschaue, sehen meine Beine von vorne recht gut aus, von der Seite auch. Aber gerade von hinten fehlt deutlich was an Adduktorenmasse. Also zwischen den Beinen ist da ein Gap, der die Beine deutlich kleiner erscheinen lässt, als sie eigentlich sind. Und dass meine Adduktoren im Vergleich zu den Quads kleiner sind, ist auch kein Zufall. Denn in der Vergangenheit habe ich fast ausschließlich einen fast parallelen und engen Stand bevorzugt. Ganz einfach aus dem Grund, dass dieser sich für mich immer einfach am natürlichsten angefühlt hat. Zwar habe ich so mehr Quads und mehr Glutes dabei gehabt, wenn ich eher weiter hinten, eher parallel und eng stehe, aber nehme die Adduktoren ziemlich aus der Gleichung raus. Denn gerade der Adduktor Magnus, der größte der Adduktoren, hat eine starke Hüftextensionsfunktion bei gebeugter Hüfte. Sprich, er hilft sehr stark mit unten aus der Hocke rauszukommen. Die zweite Übung, Beinpresse, kommt den Belt Squats relativ gleich oder ziemlich ähnlich, hat aber eine etwas andere Spannungskurve und auch bei gestreckten Beinen ist die Hüfte noch ein bisschen gebeugt, im Gegensatz zu den Belt Squats, wo ich dann ganz aufrecht stehe. Zudem seht ihr, dass ich hier eine spezielle Technik verwende, die 1,5 Rep Technik. Dabei strecke ich die Beine abwechselnd eine Rep quasi ganz durch und dann eine Rep gehe ich nur etwas über 90 Grad. Wieso mache ich das so? Damit habe ich pro Satz verhältnismäßig die untere Range of Motion etwas mehr betont, wodurch zum einen wieder der Adduktor Magnus vermehrt zum Einsatz kommen soll und zum anderen hoffe ich mir zusätzlich noch etwas dehnungsvermittelte Hypertrophie. Spätestens bei der dritten Übung fällt auf, dass die ersten paar Übungen dieses Trainings eine deutliche Adduktorenbetonung aufweisen. Mit der Adduktorenmaschine trainiere ich zusätzlich nun noch die anderen Adduktorenmuskeln, welche zwar wie der Adduktor Magnus eine Adduktionsfunktion ausführen, aber keinen Beitrag zur Hüftextension leisten. Als vierte Übung diesem Training führe ich noch Leg Extensions an der Maschine aus. Durch die Fixierung der Hüfte wird auch der zweigelenkige Rectus Femoris, ein Teil der Quads, noch ausreichend stimuliert, was bei den Squat-Variationen schlicht nicht der Fall war. Denn bei Kniebeugen, Bewegungsmustern werden gleichzeitig die Hüfte und die Knie gebeugt, wodurch der Rectus Femoris immer etwa auf gleicher Muskellänge bleibt und dadurch auch keine Hebelwirkung hat. Und falls ihr euch wundert, wo denn die Hamstring-Übungen in diesem Training sind, die mache ich derzeit immer zu Beginn des Pull-Trainings. Denn gerade auch Romanian Deadlifts, ähnliche Übungen haben sowohl die Hamstrings und Glutes dabei, als auch eine relevante Komponente an Rücken, wodurch sie sich auch wunderbar ins Rückentraining integrieren lassen. In jedem Beitraining trainiere ich zudem noch die Side- und Rear-Delts. Die Side-Delts sind derzeit ausschließlich mit Seitheben an der Maschine, am Kabel unilateral und wie hier liegend kafft. Vorteile dieser Übung ist primär die Spannungskurve, denn ein Muskel hat in der gedehnten Position immer mehr Kraft als in der verkürzten, also genau das Gegenteil vom Spannungsverlauf beim Seitheben mit Kurzhanteln, aber übereinstimmend genau mit dieser Ausführung der Übung. Mit der Position des Bankes würde ich übrigens die Spannungskurve noch verändern können, aber wenn ich wie hier jetzt quasi in der längsten Position maximale Belastung auf dem Muskel haben will, dann solltet ihr die Bank auch ungefähr so positionieren wie ich, sodass ihr unten einen ungefähr 90 Grad Winkel von Arm zu Kabel aufweist.
heißt. Wieso nun Kraft bzw. wieso benutze ich Bandagen und halte nicht einfach die Kabel mit solchen normalen Griffen? Relativ einfach, ich nehme das Handgelenk bzw. die Unterarme so raus, die eine Schwachstelle der Kraftübertragung darstellen können. Und wenn auch ungewohnt, habe ich mich dazu entschieden, doch wieder mal die Face Pulls mit reinzunehmen, allerdings natürlich nicht die Variation mit den Außenrotationen, die halte ich für nicht so optimal, wird halt beides ein bisschen, aber beides nicht so wirklich gut, finde ich. Die Face Pulls offerieren im Gegensatz zu den Rear Delt Flies eine stärkere Betonung der verkürzten Position. Das ist nicht zwingend ein Vorteil, also kein grundlegender Vorteil, aber ich denke, eine Übung pro Muskelgruppe drin zu haben, die eine relative Betonung der verkürzten Position aufweist, kann kaum schaden. Durch das Side- und Rear-Delt-Training im Beintraining kann ich zudem die Frequenz relativ hoch halten, 4x pro 9 Tage. Denn nebst den Waden sind Side- und Rear-Delts praktisch die einzigen Muskeln bei mir, bei denen eine höhere Frequenz gepaart mit höherem Volumen immer auch eine bessere Progression und Fortschritte gebracht haben. Bei den meisten anderen Muskelgruppen sind bei mir die Progression und Fortschritte bei relativ tiefen Volumina und Frequenz besser und höhere Frequenz und oder höheres Volumen war in der Vergangenheit zumindest immer relativ kontraproduktiv. Das konnte mich dadurch entweder gar nicht steigern oder hatte sogar das Gefühl, dass ich ja schon fast darum kämpfen muss, meine Leistung aufrechtzuerhalten, weil die Regeneration dann nicht ausgereicht hat. Also bei mir ist es relativ extrem, aber ich denke auch viele andere Leute würden von tieferen Volumina und tieferen Frequenzen profitieren können, wobei tiefere Frequenz jetzt nicht unbedingt unter 2, aber halt eher 2 statt vielleicht 4. I don't know. Kommt ein bisschen auf die Person natürlich davon und das Programm. Da ich meine Waden verbessern möchte, aber diese derzeit keine Priorität darstellen, mache ich Cluster Sets, um in kürzerer Zeit mehr Volumen reinzubekommen. Ein Satz besteht bei mir dabei aus jeweils 3 Teilsätzen mit knapp 10 Sekunden Pause dazwischen. Noch kurz eine allgemeine Anmerkung zum Volumen und der Frequenz. Vielleicht wird es den einen oder anderen erstaunen, wie wenig ich eigentlich pro Training auch so mache an Volumen. Allerdings habe ich bei mir einfach feststellen müssen, dass ich mich bei höheren Volumina einfach sehr schlecht steigern kann. Und das Ding ist halt, ein größerer Muskel ist auf Reps gesehen immer auch ein stärkerer Muskel. Wohingegen ihr natürlich auch, gerade auch in One-Rep-Max stärker werden könnt, ohne Muskulatur aufzubauen. Compound-Übungen ist auch die Technik, das Zusammenspiel der Muskulatur etc. sehr relevant für wie viel Gewicht ihr bewegt. Aber allgemein kann man sagen, bist du nicht stärker geworden in einer gewissen Zeit, dann bist du wahrscheinlich auch nicht muskulöser geworden. Nur weil du stärker geworden bist, heißt es jetzt nicht zwingend, dass du muskulöser geworden bist, aber überhaupt die Möglichkeit, dass du in einem relevanten Maß muskulöser geworden bist, ist dann überhaupt vorhanden. Deswegen schaue ich einfach, dass ich so trainiere, sodass ich eine vernünftige Progression auch an den Tag legen kann. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich bei vielen Muskelgruppen in den letzten paar Jahren eine sehr schlechte Progression an den Tag legen konnte, aufgrund dessen, dass ich einfach zu wenig Regeneration und zu hohes Volumen, zu hohe Frequenz hatte. So, Training fertig, Beine auch fertig. Vor allem Waden war heute richtig übel, aber allgemein. Momentan, ich liebe das Training einfach so, es geht so ab mit der Progression, macht einfach nur Spaß und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dieses Video zu schauen, gebt mir ein Like, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare, wenn ich was besser machen soll, Ideen, Anregungen, Lob, immer gerne, bis zum nächsten Mal.